Ihr seid beim 14. Lichterfilmfest Frankfurt International, das dieses Jahr vom 27. April bis zum 9. Mai stattfindet. Dieses Jahr wieder komplett online. Alle Filme sind auf unserer Online-Plattform zu sehen, unter anderem auch König der Raben. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Piotr Lewandowski und Malik Blumenthal. Piotr hat bei uns seinen zweiten Kinofilm nach Jonathan, der 2016 auch bei Lichter lief. Ich sage erstmal ganz herzlich Hallo und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Q&A. Hallo. Ja. Hi, schön dabei zu sein. Wenn ich euch zwei jetzt hier schon so zusammen habe, würde mich natürlich als allererstes interessieren, wann hat es bei euch gefunkt, Piotr? Wie bist du auf Malik gestoßen und warst du gleich davon überzeugt, dass er der Richtige ist für die Hauptrolle oder musste er dich noch bestechen? Nein, das musste er nicht. Also Malik ist wirklich ein Schatz und wir haben wirklich so einen Straßenjungen gesucht und gleich gefunden. Also der war authentisch und hat tatsächlich auf der Straße gelebt und ich glaube, ich sage immer, Malik hat ein Herz aus Gold und das merkt man nach 5 Minuten. Und der hat fantastisch, finde ich, diese Rolle verkörpert. Ich habe mir sogar, also ohne Malik gekannt zu haben, habe ich mir wirklich diese Rolle so ein bisschen so vorgestellt. Also einerseits eine zerbrechliche Figur, eine gebrochene Figur und gleichzeitig eine starke Figur, die aber wirklich ein Herz aus Gold hat. Also es war wirklich so ein Treffer. Und ich habe mich, glaube ich, sofort verliebt und das hat sofort gefunkt, wie du das schön gesagt hast und bin sehr glücklich über diese Zusammenarbeit. Ich kann es nur so sagen. Die meisten wissen ja gar nicht, wie so ein Casting abläuft. Vielleicht erzählst du uns nochmal, wie das damals war. Fühle dich zurück in die Situation, als du das erste Mal dem Piotr gegenüberstandest. Was waren die Fragen, was musstest du spielen? Wow, die Szene, die wir da gespielt haben. Das erste Mal stand ich ihm gegenüber, das war dann in der zweiten Runde mit Antje Trauer zusammen. Und das war in Berlin, Prenzlauer Berg. Und da haben wir natürlich viel geredet. Wir haben über die Gerechtigkeit der Rollen geredet, über eine Zärtlichkeit auch. Wir haben über uns geredet, über das Projekt. Antje war schon länger als ich natürlich im Cast. Und ich glaube, das war die zweite Runde war tatsächlich auch einfach ein persönliches Kennenlernen viel mehr. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und was bedeuten die Rollen für uns? Genauso wie können wir zusammen funktionieren? Das habe ich da ganz doll gemerkt für mich, dass ich viel mehr als deine Rolle zu spielen und die dann für mich zu interpretieren oder meine Interpretation davon den anderen mitteilen zu geben, dass ich tatsächlich, dass wir uns alle beschnuppert haben. Ich habe dir, für mich war es tatsächlich kein Casting, es war ein Kennenlernen und es waren Leute, die sich sofort gemocht haben dadurch. Also für mich war das irgendwie, sagen wir mal, das erste Blind Date vielleicht. Und ja, es war eine Szene dann tatsächlich mit Antje wieder gespielt. Und das war in, da, wo wir dann bei ihr zu Hause sind und schon länger kennen tatsächlich. Und das war dann auch ein Flirt und bla. Und ich habe Antje auch einen kleinen Kurs gegeben. Ich dachte, ich traue mich jetzt einfach mal. Weil es halt für mich auch in die Szene gepasst hat. Ich glaube, es hat auch ein bisschen überzeugt da. Also da sind wir schon eine Szene, in der wir schon uns kennen tatsächlich. Und bei Antje zu Hause sind wir, verlieben uns ja auch. Ich war auch, bin ja auch immer noch ein bisschen in die Antje verliebt, ne? Also sehr schön. Du spielst Darko, der illegal in Deutschland lebt. Bei dem Wort illegal muss man sich natürlich immer gleich mal die Frage stellen, wie lebt man denn illegal in Deutschland? Das ist natürlich ein Thema, das für viele sehr, sehr unbekannt ist. Wie bist du auf das Thema Wohnen, illegales Wohnen in Deutschland gekommen, Piotr? Wohnen wirklich Menschen illegal in Deutschland? Ja, absolut. Und zwar sehr viele. Also ich bin wirklich in diese Szene sehr tief eingetaucht. Ich habe ein halbes Jahr mit einer Roma-Familie verbracht. Es war wirklich wahnsinnig intensiv und wunderschön und ganz ungewöhnlich. Und ich habe wirklich sehr viel erfahren, wie schwer das sein kann, wie unglaublich anstrengend das ist, so ein Leben zu führen. Also die Familie, bei der ich untergebracht war,
war direkt nicht illegal, aber deren Familienmitglieder, Freunde und Kollegen, ja. Und so bin ich auf diese Idee gekommen, wo ich dachte so, wow, das ist so nah, das ist wirklich direkt vor meinen Augen, direkt vor meinem Haus und kein Mensch weiß es. Weil natürlich diese Menschen genauso aussehen wie wir, die fallen nicht auf, die passen sehr auf, dass die eben nicht auffallen und zittern wirklich jede Sekunde um ihr Leben, um das, was sie sich aufgebaut haben. Und je tiefer ich da diesen Weg gegangen bin, desto schlimmer wurde es. Ab einem bestimmten Punkt habe ich so viele Schicksale, Menschenschicksale erfahren und erlebt, dass, also erstens war ich selbst fast dann zerbrochen, weil es so emotional war. Also was die Leute erlebt haben, wie hart sie versucht haben, ein Visum zu bekommen oder Aufenthaltserlaubnis und wie oft das einfach nicht funktioniert hat. Also wirklich extrem, extrem intensiv. Ab einem bestimmten Punkt musste ich mich da so ein bisschen zurückziehen, weil plötzlich so viele Menschen auf mich zurückgekommen sind in der Hoffnung, dass ich denen helfen könnte. Aber das könnte ich natürlich gar nicht. Wie denn? Also da, wo ich könnte, habe ich auch geholfen, habe ich auch sehr viel getan. In Offenbach gibt es so ein paar Institutionen, an die man sich wenden kann. Und da kenne ich ein paar Leute und habe versucht, ihnen ein bisschen zu helfen. Manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das eben nicht. Wenn man aus einer Kriegsregion kommt, wird man so ein bisschen geschützt und man bekommt ein bisschen Unterstützung. Aber wenn da gerade irgendwo kein Krieg herrscht, haben die Leute verloren. Und dann müssen sie einfach illegal arbeiten, irgendwie Geld verdienen. Und das geht alles. Das kann man wirklich machen. Es gibt Tricks, jede Menge Tricks. Und das ist wirklich alles sehr, ja, sehr komisch. Und für mich war das einfach emotional sehr wichtig, weil ich auch aus Polen kam. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo es so schwer war, überhaupt ein Visum zu bekommen. Ich habe hier studiert, da war ich ein bisschen privilegierter, aber ich habe auch irgendwie wirklich gekämpft, weil ich einfach mit nichts nach Deutschland gekommen bin. Und also diese Schicksale waren mir nicht fremd und ich hatte das Gefühl, darüber muss ich einen Film erzählen. Und natürlich, also in erster Linie geht es in meinem Film um die Liebe. Weil wir Darko, verkörpert von Malik, zeigen, der sich um seine Mutter kümmert und die ist einfach krank. Und das sind so Schicksale, die mir auch persönlich wichtig sind, die ich auch zum Teil selbst erlebt habe. Und deswegen ist es so vielschichtig. Aber ja, aber es war schon intensiv und schwer. Ich weiß, eine lange Antwort für eine einfache Frage. Nein, gute, wichtige Antwort. Du spielst Malik Darko, der aus Mazedonien kommt. Du selbst bist Deutscher, sondern? Ich bin halb Algerier, Viertel Tscheche und ein Viertel Deutsch. Also ich bin, und noch dazu bin ich ein Jude. Also ich bin so eigentlich nicht hier wirklich ganz deutsch. Ich habe mich auch nie wirklich so gesehen. Spreche natürlich Deutsch. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Bei uns zu Hause wird viel Spanisch gesprochen. Tatsächlich, der Vater meiner Geschwister ist Peruaner. Mein Freundeskreis ist multikulturell, ja, wir kommen aus allen verschiedenen Ecken, auch natürlich aus Deutschland. Und im Umgang würde ich eigentlich eher sagen, dass ich da nicht ganz deutsch bin, nee, auf jeden Fall nicht. Gerade, ja, nee, im Umgang einfach allein, wo ich herkomme, ja. Ja, dann auf dich trifft der Begriff Weltbürger zu. Genau. Das kann man, aber du hast in Mazedonien gespielt. Inwieweit hast du dich mit dem Land auseinandergesetzt? Und ich habe natürlich über diese ganze Situation, über die Kriege mich informiert. Ich habe die Sprache teils ein bisschen gelernt. Ich muss ehrlich sagen, es ist dann auch schon wieder ein bisschen weg, ein bisschen sehr. Man muss es halt klar beibehalten. Ich habe dann natürlich auch gesehen, es sind ja auch wirklich diese Szenarien, alle, die wir da erzählen. Mazedonien, es ist, glaube ich, das ist mir wichtig, dass wir die da erzählen, wegen der Kriegssituation dann damals, wo die auch geflohen sind nach Deutschland. Allerdings ist das ein Menschenschicksal, das viele Leute aus dem Balkan und sowas trifft. Ja? Diese ganze, über die 90er Jahre war das alles einfach nur mit Krieg und Auseinandersetzungen, ne? Damals noch Jugoslawien, ne? Und all diese Sachen.
Das kann man auf ganz viele Länder anwenden. Und das war eigentlich, finde ich, für mich noch viel interessanter, weil in Deutschland sind diese Leute dann sehr viel geächtet. Ja, man sagt dann, hier kommen die Leute her und die Leute machen, die sind irgendwo illegal unterwegs und manche gaunern. Und meine Güte, manche Leute gaunern einfach aufgrund der Tatsache, wir haben alle ein Recht, uns zu ernähren, eine Unterkunft zu haben, gesund zu sein. Und wenn uns der Staat das nicht geben kann, dann holt man es sich irgendwo auch anders. Und ich finde das legitim, um ehrlich zu sein. Das sage ich jetzt einfach mal von mir als Malik her. Weil es ist grundrechtlich als Mensch versorgen zu können. Und da fand ich das natürlich super interessant, weil ich hatte meine Probleme. Meine Familie war super arm, meine Mutter, wir sind vier Kinder gewesen und bei uns ist immer ein bisschen hart, darüber zu reden. Und wir haben halt auch irgendwie keinen Strom gehabt zu Hause und meine Mama war jahrelang nicht versichert. Es gab nur Spaghetti irgendwie, ohne alles zu essen, irgendwie, weil die kostet die Packung 50 Cent. Und deswegen war das halt für mich auch immer ein wichtiges Thema. Sorry. Und es ist halt, uns geht es halt vielen so. Ja. Und gerade Leute, die mit Migrationshintergrund leiden, die haben das so viele. Auch, weißt du, ob du jetzt Palästinenser bist und hier die Eltern dann hergekommen sind und alle beschweren sich, zum Beispiel, möchte ich nur mal sagen, über diese ganzen, als sich irgendwie Clans gebildet haben oder so, die Leute hatten erst 15 Jahre kein Arbeitsrecht. Was sollst du denn dann machen, wenn du nicht arbeiten kannst? Du hast Kinder, die du versorgen musst. Und deswegen, Mazedonien wurde erzählt, aber eigentlich, was wirklich wichtig war, was erzählt werden musste, ist das Menschenschicksal, dass hier so verdammt viele Leute teilen und dass hier viele Leute auf die Straßen gehen, um das zu uns sogar noch zu nehmen, das Recht, uns zu ernähren und das Recht, dass diese Leute sich ernähren können. Das ist auch, dass da trotzdem die Liebe besteht, untereinander. Ja, da kümmert sich so gut um seine Freunde und seine Familie und dass diese ganzen Leute da immer noch so viel Herz dabei haben, obwohl ihnen das Leben immer nur einen reindrückt. Und das war, glaube ich, für mich am allerwichtigsten. Wichtiger als der Begriff oder die Herkunft Mazedonien war, es einfach dieses Menschenschicksal darzustellen und zu zeigen, wir alle lieben und wir brauchen alle Schutz. Ja? Und dass das so ein tagtäglicher Kampf ist. Ja? Wenn du zum Jobcenter gehst, wenn du nichts hast, wenn du Deutsch bist, und das können die alle nicht. Ja? Und dann wird dann halt getrickst und das ist dann meiner Meinung nach auch in Ordnung. Wenn die das halt nicht gibt, dann musst du es dir nehmen. Ja, aber kann ich verhungern. Fast, dass Piotr dir der Malik da aus dem Herzen spricht, ne? Dass das genau die Geschichte ist, die du eigentlich auch mit deinem Film erzählen wolltest, oder? Ja, also wir haben, ja natürlich, klar. Ich glaube, er versteht es einfach sehr gut. Also er hat es wirklich, also diejenigen, die den Film sehen werden, werden es auch merken, dass er das einfach absolut authentisch und echt spielt, weil er weiß, wovon er spricht. Also er hat das erlebt und ich habe das auch erlebt. Ich, auch wenn man mir das vielleicht jetzt nicht mehr ansieht, ich habe auch krasse Schicksale erlebt und das Leben hat es nicht, hat mich auf die harte Probe gestellt, mehrmals. Und das war mir einfach wichtig, dass wir das so authentisch wie möglich alles da wiedergeben. Gefiltert natürlich durch ein Objektiv und durch ein Medium, aber ja, und trotzdem so nah und echt zu sein, wie es nur möglich ist. Man muss aber jetzt auch nochmal sagen, der Film wird natürlich auch getragen von einer wahnsinnig schönen Liebesgeschichte und man kann die Liebe natürlich förmlich spüren und man kann die Liebe auch sehen. Das ist vielleicht jetzt ein ziemlich großer Sprung, aber ihr habt auch eine ganz tolle Sexszene abgedreht. Es gibt viele, viele Sexszenen und wahrscheinlich ist für einen Regisseur jede Sexszene auch immer wieder eine neue Herausforderung. Man sucht ja immer neue Bilder und muss sich immer die Frage stellen, wie weit will man gehen und warum zeigt man das überhaupt, Piotr? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das, was Malik am Anfang erzählt hat, also es gab so einen Klick, so eine Magie zwischen Antje und Malik und das war einfach so unheimlich echt und das war so intensiv. Also ich habe das wirklich genossen, auch außerhalb vom Set und das war absolut für mich magisch, also filmmagisch.
Und mir ging es nicht darum, jetzt so Sexszenen zu zeigen, weil wir eigentlich nichts zeigen. Wir sind nicht pervers, wir sind romantisch schön, aber ein bisschen, also es hat auch mit der Figur zu tun. Das ist auch eine Frau, die mir auch nicht fremd ist. Also eine Frau, die eine Art Ventil braucht, nachdem sie ein Schicksal erlebt hat, nachdem sie ihr Kind verloren hat, ist in seinen Tunnel gefallen und kann sich davon nicht befreien. Und sie zerstört alle Menschen um sich herum und sie zerstört auch zum Teil die Figur Darko. Und das war mir wichtig, einfach zu zeigen, wie intensiv das alles ist. Also sie hat einfach geliebt und das war so echt und das hat sich gut angefühlt. Aber dabei hat sie einfach vergessen, wer dahinter steckt. Nämlich eine Figur, ein Mensch, der auch einiges erlebt hat im Leben und der sich wirklich anfängt, in sich zu verlieben. Diese Figur, die Antje so grandios verkörpert hat, hat es einfach nicht gemerkt. Oder sie hat es gemerkt, dass es schon zu spät war. Und weil ich so eine Person kenne und ich weiß, wie zerbrochen diese Figur ist, wollte ich an dieser Stelle einfach alles zeigen. Und da gehört auch Sex dazu. Also mir ging es nicht darum, einfach Sexszenen zu zeigen, weil die an sich nicht so wichtig sind. Es geht darum, wie intensiv das alles war, wie intensiv diese Beziehung zu Darko war und wie zerstörerisch das war. Und für Darko, für einen jungen Menschen und Malik wie der Darko sind beide noch relativ junge Menschen. Der ist da einfach in so ein Nest oder eine Falle einfach reingefallen und hat sich da verloren. Und das ist das Tragische in dieser Figur, dass beide darunter sehr, sehr leiden auf unterschiedliche Art und Weise. So viel zum Thema Sex im Film. Ja, auch schön, das zu reden, muss ich ehrlich sagen. War ein ganz toller Abend. Wir waren alle sehr, das ganze Team war sehr klein gehalten. Ich war natürlich auch super nervös, das habe ich mir nicht anmerken lassen. Natürlich junge Männer, die überspielen das ganz gern mit ihrem Machismus, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber es war, Piotr hat mich auch sehr aufgefangen, ja, die Kamera hat mich aufgefangen, Antje hat mich aufgefangen. Wir hatten auch einen ganz tollen Kostüm-Designer. Kostüm? Die waren alle sehr da und haben zugesprochen. Ja. Ich meine, Antje ist schon voll geprobt natürlich und ich war das da noch nicht. Ich bin es auch, glaube ich, immer noch nicht. Aber es war ganz toll auf der ganzen Dreh und ich war auch, also zwischendurch da wusste ich gar nicht, wo fängt jetzt Darko an, wo fängt Malik an, wo hört Darko auf. Ja. Also die Gefühle waren dann auch da. Ne? Deswegen ging das auch so gut und wir haben uns auch irgendwo auf Kamera gut verstanden, Antje und ich. Und alle, wir waren alle schon eine kleine Familie, da sind es auch immer noch dadurch. Und das ist wirklich schön, weil man fängt sich auf und man schenkt sich Liebe und ein Ohr. Mhm. Und das ist ganz wichtig bei der Arbeit. Ich merke das immer wieder, es gibt Drehs, wo das nicht so ist. Es wird unpersönlich, du merkst das Kinobusiness dann. Und dann tut das einem auch ein bisschen weh, wenn man sich, ich bin super gerne bei meiner Rolle und ich bin super gerne da. Und meine Emotionalität, die lasse ich dann auch gerne mit der Rolle verschmilzen. Und das konnte dann, hier konnte das wirklich funktionieren beim König der Raben. Bei anderen Sachen funktioniert es leider nicht, wo du am Set sitzt und irgendwann merkst, ich spiele das jetzt, aber ich kriege nicht alles aus mir raus dadurch, weil ich nicht aufgefangen werden kann. Und das ist ja wichtig bei Emotionalitäten, gerade bei so einen Rollen, dass man das dann so macht. Und das hatten wir auf jeden Fall. Sehr, bin ich auch sehr dankbar für. Ja, danke schön, dass du das so siehst. Das freut mich natürlich, weil für mich ist es auch so eine wahnsinnig intensive emotionale und persönliche Reise, immer, jedes Mal. Und ich liebe meine Schauspieler, ich vergöttere sie. Und ich fand's, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Schauspieler einem Regisseur vertrauen und sich wirklich so da, ich nenne das immer so, emotional entblößen, weil nur dann funktioniert diese Intensität, also dann kann man wirklich wahre Gefühle einfach erzählen. Und natürlich hast du einen super Spielpartner, nämlich Antje, die das wirklich gut hingekriegt hat. Also diese Geborgenheit und diese Nähe, die hat es auch zugelassen. Also und
das war schon wahnsinnig, wahnsinnig intensiv auch. Also auch für mich, wo ich nur hinter der Kamera mich irgendwo versteckt habe. Aber ich habe das auch gemerkt. Aber ich glaube, also ich habe, weil du hast eine Sache erzählt, was ich sehr spannend fand. Man hat es nicht gemerkt, dass du nervös warst, weil du dich wirklich absolut professionell, du hast es einfach professionell und richtig gut gemacht. Ne? Und das ist, und das hat, ja, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass du dich einfach wohlgefühlt hast. Und ich und meine tolle, Jan Prahl hat Kamera gemacht und das war wirklich eine sehr wunderbare, intensive Arbeit. Und ich glaube, der hat uns allen so eine Sicherheit gegeben. Wir hatten so einen Raum geschafft, wo alle sich wohl und gut gefühlt haben. Und das ist gar nicht so einfach, das zu kreieren, aber ich finde das immer essentiell. Besonders bei so Szenen wie diese. Aber viele Szenen, die auch nicht mit, also waren extrem intensiv. Also auch wenn es nur zwischen zwei Menschen waren, die sind immer intensiv und die müssen einfach gut funktionieren. So. Ich merke das auch. Es ist genau, Sexszenen sind natürlich eine Sache, weil wenn man das immer irgendwo dieses Tabuisierte in unserer Gesellschaft und auch in vielen anderen Gesellschaften natürlich, dass man sich damit Probleme hat. Man fühlt sich gerade beim Film bewusst beobachtet, ja. Und deswegen hat man da die Schiss, sobald man ist in den eigenen vier Wänden, ist man dann natürlich nicht so. Und es ist aber auch bei allen anderen Emotionalitäten dann tatsächlich so, ich mache mich verletzlich vor der Kamera. Wenn ich möchte, dass es authentisch aussieht, dann muss das auch meine Emotionalität mit einbehalten. Und zum Beispiel, ich habe lange überlegt, wie spiele ich und was ist meine Methode beim Spielen. Und ich habe gemerkt, ich bin dann schon ganz gerne in der Rolle drin. Ich denke mir nicht, ich habe da letztens mit jemandem geredet, gesagt, viele Schauspieler haben das, wenn die einen LKW-Fahrer spielen, dann denken sie sich, ich spiele jetzt den besten LKW-Fahrer. Aber kein LKW-Fahrer denkt so. Der LKW-Fahrer denkt, ich will nach Hause, ich will schlafen und ich will endlich diesen Kack hier weggebracht haben. Kein LKW-Fahrer denkt sich beim Fahren, ich bin LKW-Fahrer und deswegen verhalte ich mich so und so. Und das, wenn du das beim Spielen hast, dann zeige ich euch ja meine Emotionalität auch. Und vielen Leuten ist das unangenehm, den meisten, mir auch oft. Und das ist dann eine Sache, wie gehe ich damit um? Wie mache ich mich verletzlich und wie zeige ich denen das? Weil das ist ja immer, du machst dich angreifbar dadurch. Und das ist dann eine Sache, da muss man über die Schwelle springen. Und da ist an so einem Set alles wichtig. Und aber danach fühlst du dich, auch wenn du es dann siehst, dann ist man glücklich. Und dann kann man auch wirklich stolz auf sich sein. Also ich bin stolz auf mich, dass ehrlich das dann alles dann noch so geklappt hat und dass ich da so Kommentare von kriege. Dann weiß ich, ich habe das Richtige getan. Und deswegen, das funktioniert dann zum Beispiel so. Und das ist schön. Ich liebe es, ja. Ich liebe es so sehr, diesen Job, muss ich auch ehrlich sagen. Und da, gerade durch den König der Raben habe ich das gelernt, mich frei zu machen und mich verlässlich zu machen. Weil danach bin ich stark. Sobald ich verlässlich bin, danach, dann ist es Danke und die Leute kommen zu einem und sagen, es war toll oder es war hier nicht so, aber ich fühle mich immer stark. Weil jeder Prüfung, jeder Sturz, nachdem ich aufstehe, ist genau das Gleiche. Der Moment beim Aufstehen und beim sich aufrappeln und danach fertig sein, da kommt was raus. Dann guckst du dir das an und denkst dir, das war gut. Ja, und da bin ich zufrieden mit mir. Danke, das habe ich echt, bei diesem Film habe ich das entdeckt für mich, wie ich spielen möchte für die Zukunft. Und es funktioniert. Glaube ich eigentlich jedes Mal. Und deswegen danke. Doch. Danke euch auch ganz herzlich für diese wirklich sehr offenen und tiefen Einblicke in eure Arbeit und in den Film. Ich glaube, wir sind tief eingedrungen in den Inhalt eures Films. Vielen Dank, Malik Blumenthal und Piotr J. Lewandowski. Der Film ist noch zu sehen bis 9. Mai bei uns auf der Plattform beim 14. Lichter Filmfest Frankfurt International. Dankeschön. Danke auch. Bleibt gesund. Genau.